Moin. Ich bin nicht alleine. Flo und ich hat's, er kommt ja vom Lande, wohnt in der Nähe und kommt auch immer weit gereist in den Garten, aber wir sind bei ihm in der Nähe jetzt mal, wir haben Wind, ich hoffe, das geht gut, in einen Wald gereist und haben nach Bärlauch gesucht, den wir sofort gefunden haben, das kommt dann gleich. Vorab sei nochmal gesagt, es geht um den Garten hauptsächlich, diese Waldvideos, die kommen parallel ab und zu mal, denke ich mal, so wie die Lust und Laune ist, so wie heute. Da geht's aber natürlich weiter. Also für alle, für die das jetzt hier irgendwie nichts sein sollte, habt Geduld, da kommt bald wieder was. Also, wir legen einfach mal los. Und hier sind auch ordentlich Insekten unterwegs, sehe ich hier. Aber richtig heftig. Ja, wollen wir mal was essen irgendwie? Also meine Wenigkeit braucht auf jeden Fall Kraft. War schon eine ordentliche Strecke. Und ich glaube, das ist irgendwie auch heute wieder so ein bisschen leicht spülig, ne? Ja, es ist schwül. Ja, er snackt schon. Ich muss auch noch mal ran hier. Also besser Bärlauch. Ein bisschen sandig. Knirscht das? Nee, gar nicht. Okay, alles klar. Dann kann man das gut nehmen hier. Boah, hat der Power. Hat der Power? Ja, richtig. Wir wollen auf jeden Fall sammeln. Ja. Aber ich glaube, wir kommen doch hier nachher zurück. Lass uns das doch zum Schluss machen. Ja, können wir. Dann können wir jetzt frei laufen und so. Oh, ich glaube, snacken werden wir öfter mal. Ja. Wir müssen uns ein bisschen dran gewöhnen, uns jetzt auch frei zu fühlen, glaube ich. Ich glaube auch. Für ihn ist das auch ganz frisch, glaube ich. Ist ja sonst eher im Hintergrund, wenn er dann mal dabei ist. Wurde auch schon oft nach ihm gefragt, dass wir mal irgendwie ein Video zusammen machen. Wir genießen die Zeit im Garten und das ist eigentlich der Grund, warum es nicht dazu kommt. Wir wollen dann die Kamera nicht dabei haben und das ist auch so das, warum das alles funktioniert, wie es funktioniert. Deswegen, das jetzt ist irgendwie mal was ganz anderes. Ne? Aber wir sind beide richtig gut drauf. Also wir sind letztendlich auch los, um uns wieder zu erden. Also es war vorher nicht ganz so, schwindelig, zu schnell hochgekommen. Hui. Und jetzt wollen wir uns das hier gut gehen lassen. Wir wollen lang. Da irgendwo rüber gibt es irgendwie eine schmalere Stelle irgendwo. Ich habe ja Probleme hier unten. Ich weiß nicht, ob das die Hüfte ist. Ich kenne mich da nicht so aus in dem Bereich. Muss ich mich nochmal mit befassen. Oh, hier komme ich gut durch. Oh, ist aber eine schöne Stelle. Also auf jeden Fall Potenzial, dass hier die Morcheln sein könnten. Da wollen wir auch ein bisschen die Augen offen halten. Aber leider tarnen sie sich genau mit diesen Farben. Also wenn man die mal entdeckt, kann man sich wirklich glücklich schätzen. Oh, hier ist das echt weich in der Mitte. Da habe ich meine Fußabdrücke gelassen. Also das ist genau der Bereich, wo die Dinger wachsen sollen. Was denn noch? Es gibt noch irgendwelche Maipilze, ne? Ja. Aber wir hatten jetzt ja kaum Regen, ne? Eigentlich dürfte doch nichts wachsen, oder? Ich glaube auch nicht. Doch, wir hatten Regen gestern. Ja, aber nach einem Tag kommen ja nicht hier gleich die Pilze geschossen, oder? Das ist ein schöner Fall, ne? Aber wer weiß, wenn das hier jetzt die ganze Zeit feucht war trotzdem, dass hier irgendwie... Da unten ist noch ein Feld! Ach, cool. Also, mal zur Orientierung. Da haben wir irgendwo unsere Räder abgestellt. Oder noch weiter rechts. Ich glaube, weiter rechts noch. Und da ganz hinten ist ein Feld. Und da haben wir gerade das entdeckt. Boah, da ist noch mehr. Und jetzt habe ich gerade da ganz hinten noch mehr entdeckt. Ganz hinten sogar noch mehr. Krass. Ja, dann ist wohl die Richtung klar, oder? Ja. So. Kommst du mir klar? Geht ja, das? Ja, ich habe auch wieder was Schönes für die Insekten gefunden. Du meinst für den Garten? Mhm. Für die Wassertränke? Ja. Ah, nimmst du mit? Nimm ich mit. Oh, hier sehe ich so viel Holz. Das könnte gut in den Garten wandern. Oh. Ja. Ich hoffe, das klappt hier mit dem Schaf und Unscharf. Wenn wir ein bisschen drauf achten, ein bisschen mehr. Das ist echt nervtötend. Aber ich habe mich auch noch nicht ums Handy gekümmert. Ich will da nochmal ausmisten und System-Update machen und solche Sachen. Und dann schauen wir mal weiter. Hui. Krass. Also, ist es scharf? Das ja, ist scharf. Das ist scharf. Also bei uns sieht das so aus. Hier, das ist richtig viel Totholz, was hier liegt. Kommt bestimmt noch von den Stürmen, Christian und so, ne? Ich denke, ja. Hier vor 10 Jahren bald. Oh, hier! Eine Wildbiene, oder? Eine Wildbiene.
Eine Hummel. Das ist die schön. Da groß. Hier bewegt sich überall was. Ja gut, wollen wir mal weiterstiefeln. Wir wollen so ein bisschen den Farn umgehen wegen Zecken. Aber ich glaube, da so durch. Da ist recht frei. Lauf mal vor. Oh, das ist aber hier Morche-Terrain. Mann, das wäre ein Traum, die mal zu finden. Also, ich würde hier gern ein bisschen langsamer durch. Das bietet sich irgendwie an, mal die Augen nach unten. Ein bisschen wieder die Augen schulen. Vielleicht finden wir auch andere Pilze noch. Also, ich habe ein Video gesehen. Da saß der wirklich hier so am Rand von sowas. Das war aber noch ein bisschen moosiger, aber Moos haben wir hier ja auch. Und dann hat er gesagt, das ist die Gegend, wo das irgendwie wächst. Ja, also ich so aber nix. Aber ich sehe jede Menge Bärlauch. Willst du auch mal filmen? Das Einzige, was du aufpassen musst, hier, das ist das Display, dass du das nicht, weil das hat hier eine Rundung und so, außen, oben anfassen. Geil das? Das geht. Ja. So, ich kann mal gucken. Das machst du gerade das erste Mal, ne? Ja. Cool. Klappt das mit Schaf und so? Das klappt. Ja, mein Kopf ist immer schon wieder gleich dabei. Ja. Mann, das ist heftig. Da hinten auch. Krass, alles voll. Heftig. Noch ein Feld. Das geht bis oben. Ja, so geht das jedes Mal hier. Hier auch, überall. Also langsam komme ich so in dieses Eintauchgefühl. Pass, ich will das mal merken. So, ein bisschen Schnecke. Genau. Schnecke wollte ich nicht. Aber die weiß anscheinend was. Oh, das ist eine Schnecke, wollte nicht. Ich erschrecke mich auch mal. Das habe ich mir schon so unterm Blatt. Ja. Das ist so die, das sind die Sachen, die nicht ins Video wandern. Ja. Aber ich habe natürlich auch so meine Phobien und meine komischen. Boah, das war eine komische Konsistenz überraschen. Mhm. Bis hoch. Aber ich würde hier gerne am Lauf weiter erstmal. Ich glaube, jetzt ist auch richtig die Zeit, um den zu ernten. So groß wie die Blätter sind? Hallo. Du kannst auch auf Pause drücken. Ach, ich kann auch auf Pause drücken. Falls wir mal irgendwie ein Stück so laufen und dann da weiter. Ja. Falls du was sagen willst, Goodie. Dass nicht mit rein soll. Läuft noch? Läuft noch. Ach so. Das heißt, Pause. Ich finde das voll schick. Ich auch. Da hinten noch mehr. Heftig. So, wir sind hier an einen Ort gekommen, der ist so, so schön. Guck mal, weit und breit. Nur Bärlauch zu sehen. Und, also man muss das dazu sagen, die sind riesig. Also auch hier, guck mal, bei uns im Garten sind nicht so viele Blüten dran. Was für Blätter auch. Ja, riesig. Sieht das an. Boah. Da hinten ist noch ein Feld. Das hört gar nicht auf. Ungefähr da hinten, wo mein Finger jetzt ist. Ja, witzig. Krass. Also. Schön so eine Stelle entdeckt. Ja. Ja, also vor allen Dingen hier so im Mix mit dem Fahren. Ne? Also da hinten möchte ich hin, sorry. Und hier ist wieder ein Wasserlauf. Da können wir auch wieder ein bisschen. Cool. Ups. Mal gucken, wo man hintritt. Ich hatte gerade eine Eingebung. Was hast du denn für eine Eingebung? Inspiration für die Videos. Okay. Als ich da vorne gerade gelaufen bin, habe ich so gesehen, oh, das sieht geil aus. Dann habe ich überlegt, wie man Waldvideos attraktiv zu machen, ist gar nicht so leicht. Ja.
Da gibt es schon echt tolle Kanäle, die es bestimmt auch nicht leicht hatten, auf jeden Fall mit Geduld gerade so letztes Jahr groß rausgekommen sind. Wir sind in die falsche Richtung. Da unten sind wir. Da müssen wir lang. Laufen wir vor. Und ich hatte einfach gerade Ideen dafür, weil ich gerade so die letzte Zeit doch Aufnahmen hatte, so ein bisschen von unten zu filmen. Mhm. Und dass sich doch der Horizont doch ein bisschen erweitert hat. Ja. Das könnte ich ja in den Videos, das kommt jetzt ja gerade mit in dieses Video, ja. Nutzen, um da mehr Pep reinzukriegen. Das ist für den Zuseher, das Wort finde ich mittlerweile schöner. Ja. Weil ich mache ja keine Schau, sondern ist ja schon sehr nah am Leben dran. Ja, und so könnte ich vielleicht ein bisschen... Boah, das ist so krass. Yeah. Heftig. Und darunter. Aber ich glaube, dann hört es auf, oder? Ich sehe weiter erstmal nichts mehr. Also in die Richtung habe ich noch irgendwo welchen gesehen. Da unten ist noch eine Stelle. Aber wieso kommen die denn so vermehrt an einer Stelle vor? Weil sie sich von Jahr zu Jahr vermehren. Ja, aber eigentlich müssen doch die Dinger ein bisschen weiter fliegen. Der Samen letztendlich, das Saatgut. Um dann irgendwo zu wurzeln. Also man sieht das ja hier vorne. Ja. Aber so viel weiter weg auch nicht. Also die hängen immer irgendwie zusammen. Vielleicht treiben die halt nicht so stark aus über die, über, ne? Selbst, Selbstaussagen. Da geht das meiste über Wurzeln, ne? Boah, Bärlauch, riesig. Richtig Glück hier. So, ich würde gerne mal da in eine Richtung gucken. Das scheint tatsächlich aufzuhören. Ja, aber wer weiß, wir wollen ja noch ein bisschen rumgucken. Und ich dachte mir vielleicht, dass wir... Ups, hier nochmal... Ich hab den Stopp nicht genommen. Ja, nur irgendwie hier, was wollte ich sagen? Ach, hier, da. Eine Hütte, hier so ein Hochsitz. Was wollte ich denn gerade sagen? Ich hab's vergessen. Wir wollten noch weiter gucken hier in dem Wald. Ja, ja. Da warst du irgendwie stehen geblieben. Ja, ach, ist weg irgendwie, egal. Aber nach dem Morchen würde ich gerne gucken. Ich glaube, darum ging das irgendwie. Und hier hängt irgendwie direkt was voller Linse. Oh. Hier, Magie. Telekinese, Hilfe. Also ich würde sagen, kurzes Päuschen. Ja. Ist ein guter Platz. Ja, da ein Baum zum Beispiel. Das sieht doch gut aus. Ja, hier liegen ein paar Bäume auf der Seite. Und das kann nun eine Folge des Sturms sein. Ne? Oh, hier wächst Klee, wie cool. Das erinnert mich hier an die Hexeneier, die wir gefunden ja. haben. Ja. Okay, bis gleich. So, hier, wir machen gerade Pause, aber da habe ich was entdeckt. Guckt euch mal diesen Baum an. Heftig. Feier ich. Boah, wie alt mag der sein? Der hat mal, also ich habe Weitwinkel drin, ne? Ich kann mal so machen. Traum, oder? Also, die Energie hier ist krass gerade. Oh, so eine kleine Aue. Boah, hier musst du gleich nochmal her. Das ist mal richtig schön. Wow. Das ist echt, also voll der krasse Bärlauch. So, Pause ist vorbei an diesem schönen Örtchen, muss ich sagen. Das war eine schöne Ecke. Finde ich auch, dass sie schön war. Auch hier mit dem Baum und so und diesem Bachlauf. Also wir haben hier einmal, hier geht das längs und da gibt es noch so eine Gabelung. Da gab es auch noch irgendwie so ein Stück. Und da wollten wir mal weiter gucken. Wir haben uns gerade gewundert, was das hier ist. Also, dass da ein Bau ist, ist offensichtlich. Boah, riesig. Fuchs. Das kann sein. Dann wollen wir hier mal uns nicht länger aufhalten. Das habe ich ja jetzt erst gerafft. Ja. Ja, auf jeden Fall ist hier so eine richtig krasse Spur. Wie so ein Damm. Wildschweine? Nee, die sind die unter Erde?
Ist schon groß. Das ist schon echt ein großes Loch da. So, lass mal lieber hier rüber. Da wächst auf jeden Fall noch Bärlauch. Aber ob wir hier Füchse im Lehnsitzerwald haben, das weiß ich nicht. Ja, Schwein, oder? Ja, Schwein. Hm. Finden wir es nicht heraus. Ja. Würde ich sagen. Einen wilden Öhrer willst du nicht begegnen, glaube ich. Nee. Oh, hier auch ein Loch. Ja, überall. Überall, echt. Vielleicht hat er deswegen auch der Jäger hier seinen Sitz. Ja, das kann gut sein. Dann hat er ja leichtes Spiel. Ja. Hier auch ein Loch. Krass, da muss man aufpassen, wo man hintritt. Hier und drunter bestimmt auch. Ja. Ja auch. Löcher, Löcher, Löcher. Ich will es nicht herausfinden, wer da wohnt. Da auch heftig. Ja. Da vorne riesengroß. Da, hier auch. Hä, hey, hier? Da, da! Da! Oh, krass, okay. Wo gehen wir lang? Gehen wir hier vorne längs? Da ist wieder Bärlauch. Ich ach so, habe ich nicht mehr. Krass. Guck mal da hinten. Da wollen wir hin. Das ist ja alles wie eine Höhle. Ja. Das ist ein Riesenbau. Ist aber nicht alles benutzt. Das sieht hier verlassen aus. Das sieht man an den Ästen, die da überall rumliegen, denke ich. Aber hier sind auch jede Menge Wildbienen unterwegs und Hummeln sehe ich, glaube ich, gerade. Hä, ist die komplett schwarz? Nee, hat hinten noch. Ah, da. Ist das die mit dem, ja, orange-roten Hobo? Oh, hier auch noch einen. Und ein Bau wieder. Ja. Da auch. Boah, echt. Vielleicht ist es ja auch ein Hummelbau. Ja, genau. Kommt gleich so ein Riesenhummel raus. Ja. Ey, guck dir das mal an. Könnt ihr das sehen? Lass mal hier runter gehen. Magst du vorgehen und uns einen Weg sichern? Weil mit Kamera... Also es geht schon steil runter hier. Ja, muss ich... Ich ja, die ist schon ein bisschen sauer. Ja. So ist der Fest hier. Ja. Oh. Oh, ist das schön hier. Kommt man nicht weiter, ne? Das habe ich mir schon gedacht. Aber dann lass uns doch vielleicht hier rechts vorbei. Und dann links rüber, weil der Bachlauf hat dann Knick, oder sehe ich das falsch? Dann sind wir heute hier die Waldgeister. Guck mal, ein Frosch. Wo? Der ist hier gerade gesprungen. Da, ja, tatsächlich. Der hüpft da. Der hüpft da. Komm, wir machen einen Bogen. Ich sehe ihn nicht mehr. Aber ich habe ihn kurz gesehen. Ab und zu mal so ein toter Baum wie hier dazwischen. Das reguliert der Wald dann. Ups, der Wald dann halt sehr. Oh, das geht bis da hinten weiter. Aber wir kommen von dem Weg von der Straße nicht weg. Ich sehe das. Aber der Wald hat ja noch ein bisschen. Ich finde den Weg. Oh, Alter, guck dir das an. Ey. Da auch ein Frosch. So, den möchte ich. Da noch einer. Mhm. Ja, dann müssen wir jetzt aufpassen, wo wir hintreten, bitte. Ne, ich gehe zurück. Das ist mir hier. Ich möchte ihn nicht so stören. Aber hier vorne ist auch besonders feucht, muss man sagen. Ich glaube, wenn wir da hochgehen. Meinst du nicht, dass wir da durchkommen? Da glaube ich nicht, dass sie da sind. Da habe ich schon fast ein bisschen schlechtes Gewissen, die so erschreckt waren. Boah! Heftig! Oh.
Ich habe was rausgefunden. Was denn? Ich komme oben gegen. Und, und das kann auch unten passieren. Und dann visiert er das an. Ich glaube, ich habe gerade rausgefunden, warum das passiert. Mann, ey. Also wir zwei haben auf jeden Fall beschlossen, ein bisschen zu ernten. Ja, genau, da unten. Ja, lass mal ein bisschen nach rechts. Ja. Was sind das, Laubfrösche? Nee, ne? Farbe ja schon eher angepasst an das Grüne da unten. Da kommen wir nicht weiter, du, das ist auch dicht. Das ist dicht alles, ja. Sollen wir das mal in die Richtung umgehen? Ja. Magst du mal wieder? Ja, kann ich schon. Ja. Du wirst das sehen, wenn so ein viereckiger Kasten kommt, dann ist das die Stelle, die du markiert hast. Und dann musst du eigentlich nur mal hin und zurück zoomen und dann auf weit wieder stellen und dann ist das weg. Ich habe noch keine andere Möglichkeit gefunden. Mhm. Nee. Da hinten ist auch noch ein ganzes Feld. Das ist definitiv der Bär. Ja. Der Bärlauchwald. Ja. Na, was hast du gefunden? Na, was ist das? Darfst du mal rangehen. Eine Zecke? Ja. Na, wer bist du denn? Da verzieht sie sich. Das ist alles voll. Echt? Ja, drei kleine. Eieiei. Mach mal aus, bitte. Ja. So, wir haben den nächsten Fund gemacht. Ja. Ja, sagt er. Und jetzt will ich auch mal ein bisschen zoomen, weil, ja, werdet ihr selber sehen. Alles voll. Es geht noch weiter. Na, wird das noch scharf oder so? Ich glaube, ihr könnt das sehen. Heftig. Ich möchte da hin. Ja. Das müssen wir irgendwie umlaufen. Wenn wir da durchgehen, nee, ich würde drumrum hinten möchte ich hin. Ah, hier ist zu viel fahren. Also wir hatten gerade, ich hatte glaube ich 8 Zecken, 9 Zecken muss ich runter machen. Da möchte ich schon vorsichtiger sein. Ja, das weiß ich. Nee, vielleicht sind sie auch nur einfacher zu sehen. Ja, das kann auch nicht sein. Oh, hat da jemand was gebaut? Ja, das ist gerade durch, da dieses so tippimäßige da. Ah. Lass doch mal in die Richtung. Mhm. Ist schon ein Abenteuer, finde ich. Also Bärlauch, das kannst du keinem beschreiben, wie viel das ist. Nee. Vor allen Dingen hier die ganze Zeit mit Weitwinkel. Also wir stehen davor, das ist einfach, das erschlägt. Hier ist ein Pfad. Sollen wir den nehmen? Durch den Zahn durch. Oder? Hier ist besser, wa? Glaube auch. Kommen wir auch ein bisschen weg von der Straße, ist ja eigentlich auch ganz gut. Ja, das ist auch alles voll, da kommt man auch nicht. Nee, ich dachte da lang. Weil da vorne sehe ich auch wieder Bärlauch. Da hinten ist noch ein Feld. Wer auch immer die hier gepflanzt hat, wovon ich ausgehe. Ja, da hat dabei was. Der hat sich dabei was gedacht und er hat das richtig gut gemacht. Also da können wir, wie viel Mäuler sind wir jetzt, die Bock auf Bärlauch haben? Einige. Wie viel bringst du mit? 2, ne? Ja. Und ich dann nochmal einen Anhang. Ich weiß nicht, wer das alles mag. Ich glaube 2, 3, sagen wir mal 3 mit mir. Und hier ist genug. Ein Dorf drin, definitiv. Ja. Wenn ich so dachte, eine Stadt, dann bin ich eher Ja, stimmt.
Krass. Also von hier können wir jetzt gar nichts mehr von da sehen. Ja, genau, aber dann haben wir das da hinten in der Richtung verlassen. Ja, lass mal hier links weiter durch. Ja. Hier kommen wir doch rüber, oder? Das geht auch mit meinem kaputten Körper. Ja, ganz langsam. Ding. Heftig, echt. Hier sehe ich auch nicht schnell jetzt gerade. Was siehst du? Hier sehe ich jetzt auch gerade nicht. Hier ist sehr feucht auch. Oh. Ja, richtig feucht. Weil der Bärlauch nichts wegzieht. Hier ist keiner. Nee. Hä, ich habe aber das Gefühl, wir sind eigentlich hochgegangen. Ja. Da hinten ist es immer noch weiß am Horizont. Also wir können eigentlich hier weiterlaufen. Ja. Das ist gar nicht so einfach. Oh, Gräser. Mal auf die Beine gucken. Das sieht gut aus bei mir. Ja. Einer hat sich fallen lassen gerade, eine kleine. Das hab ich habe das noch nie beobachten dürfen, dass sie sich fallen lassen. Das ist das erste Mal. Man spürt das irgendwie, ne? Ja. Dass da was ist. Also wir können gerade nichts mehr sehen. Jetzt haben wir hier, ist das eine Bremse? Auf dem Handy hat sich gerade ein Tier hingesetzt. Ah, okay, ja. Ist eine Bremse? Irgendwie sowas, ja. Wir sind mal lieb zueinander, ne? Aber du hast echt da noch. Wo? Da, krass! Wieder weich. Also hier hinter dem ganzen Streifen ist quasi Bärlauch. Ja. Das dürfen wir echt keinem verraten, sonst ist das hier alles weg. Ich glaube auch. Heftig. Ah, da sehe ich mal wieder was. Ja. Da verändert sich das Terrain. Ja. Sollen wir da mal rein? Weil da ist kein Fahren, wie ich sehe. Ja, aber viele Gräser, ne? Ja? Ja, sieht so aus. Ja, ich laufe dir hinterher, wo auch immer du nach. Ich glaube, ich gehe da mal durch. Einmal gucken? Einmal gucken, ob wir kommen. Hier ist auch ein Tier durchgelaufen. Das sieht nach Reh aus. Ja. Viele Gräser. Und viel Bärlauch. Und es sieht sumpfig aus. Ja. Also da hinten, so in der Mitte, dieses hellere, das ist der ganze Bärlauch. Aber in die Richtung haben wir auch noch Sachen gesehen. Also hier, das Terrain ist doch besser zu bewältigen, als jetzt durch den Sumpf zu. Ich glaube auch. Und da sieht das noch richtig weich aus. Ja. Klapper. So, hier haben wir Pause gemacht. Da sind wir. Ja. Und wir wollen ja auf dem Baumstumpf. Wir haben uns jetzt ein bisschen weiter in eine Richtung begeben. Bis zum Pause machen waren wir doch noch ein bisschen länger unterwegs. Bärlauch fast nicht mehr zu sehen, nur ein paar einzelne kleine Stellen. Und wir bewegen uns jetzt. Ich komme nicht noch weiter rum, so besser. Ja. Wollen in die Richtung jetzt und da stiefeln wir jetzt hin. Runter geht's. Jetzt muss ich. Warum muss ich denn jetzt runter? Guck mal, was ist denn das? Jetzt ist sie weg. Hab's gesehen da unten. Ist das eine Stechfliege oder was? Wer ist das? Wen haben wir denn hier? Guck mich mit großen Augen an. Ja. Ja, dann wollen wir mal ganz vorsichtig runter. Wenn sie mich lässt. Ne, sie fliegt weiter. Ja, das schon gespürt, dass du nett bist, sonst hätte sie sich da nicht so breit gemacht. Ja. Vorsicht, hier ist moorig. Mhm. Gut, dass du wieder ja.
hatte gerade irgendwie so ein Loch erwischt, wo ich echt so reingerutscht bin. Und darunter war es echt matschig. Das ist der Weg. Aber wir wollen beide in die Richtung, ne? Die Straße haben wir schon gehört. Ja. Hast du mal Bock wieder? Kommen wir hier durch auch, ne? Ja, sieht so aus. Ich glaube auch. Ja, was machst du denn, wenn du so einem Tier begegnest? Weiß ich nicht. Was würdest du machen? Um Baum laufen. Um Baum laufen. Aber der ist schneller. Ja, meinst du das? Ja, sicherlich. Ja, aber sonst fällt mir nicht ein. Was willst du denn machen? Ja. Aber unfriedlich bleiben. Erstmal friedlich bleiben. Naja, aber wenn die sauer sind. Ja, nicht sauer machen. Ja. Auf jeden Fall nicht mehr weitergehen. Genau. Da sehe ich schon die Straße. Ja, vielleicht ist es ja wie bei einem Bären, sich einfach totstellen. Ja, genau. Hier, sollen wir uns verabschieden? Ich denke ja. Ja, ich glaube, der Zeitpunkt ist gekommen. Ich komme mal so hier hinter die Kamera. Ja. Jetzt musst du drehen einfach nur. Genau. Ja. So. So, dass wir beide raufkommen. Vielen Dank fürs Zusehen. Im Garten geht es bestimmt bald weiter. Wir haben auch mal so ein bisschen Pause hier gebraucht. Deswegen ist dieses Video entstanden und wir sehen uns das nächste Mal und sind raus. Tschüss. Tschüss. Tue ich mal her.